Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS20 auf der Talbach. So, let's go. Wir holen die nächste und die letzte Runde im Feld. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Eigentlich haben wir sie jetzt schon abgeschlossen. Aber wir müssen erstmal das ganze Fahrzeug vom Feld holen. So. Attacke. Und wieder rot. Aber auch meistens Glück hier. Ah, das hat wieder geklappt. So. Ballen einsammeln. Zack. Zack. Da muss ich überlegen, was ich dann als nächstes mache. Schon mal gucken, wie das was im Bach gerollt ist. Guck ich gleich nochmal. Ob man hier was sehen, dass was drin liegt. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist schon mal sehr gut. Keinen Ball in Verwirrung gegangen. So, 27 Sprachen haben wir schon mal. Da haben wir noch nicht das verkauft und noch nicht abgeschlossen. Könnte man mit viel Glück dann wieder ein, zwei Solarpaneele holen. Also jetzt hätten wir, sage ich mal, 10.000 noch übrig lassen, hätten wir 3 drin. Vielleicht hätte ich noch gerne 4 oder so. Doppelzahl 2, 4, 6, 8 und sowas. Nur so schön die 2er Folge. Hätte ich doch schon gern an Solarpaneele. Aber eins nach dem anderen.
Jetzt haben wir es auch besser hingekriegt. Bis ich zum nächsten Mal da hin muss, dann haben wir mal wieder jetzt mal irgendwo dagegen. Kennen mich doch. Oh ja, haben wir noch einen Ballen vergessen. So. $36.000 haben wir schon mal. Ja, wir haben ordentlich Kohle. Sollen wir ein bisschen was bauen? Damit. Weiter geht's. So. 1, 2, 3. Ups. So, das Feld war leer. Kommen wir zurück zum Hof. Und dann gehen wir mein Solarmodul-Verkäufer des Vertrauens an und der soll uns die nächsten Paneele platzieren. Ich bringe ja auch den einen oder anderen Euro. So. Jetzt haben wir hier nochmal eine Runde Pech. Aber schalte relativ zügig um, das seht auch. Ich hab schon Frosch im Hals. Kann mir nicht helfen. So. Eine bunte Photovoltaik ist immer was Feines. Weil wir haben dadurch ein bisschen eventuell mit den Einnahmen vom überproduzierten Strom und vielleicht Kreditzinsen getilgt bekommt. Das wäre ja so ein bisschen ein Traum von mir. Ich muss mal kurz gucken. Und über 15 Grad. Yep. Und die dumm, die dumm. So. So, sieht gut aus. Zack. Zack. Was jetzt? Wie machen wir noch? Haben wir schon 12 Stück?
12 mal 1000 sind 12.000, die wir machen im Monat. Und ich habe momentan, weil ich weiß, nichts mehr zu tun. Krass. Ne, alles durch. Alles durch von meiner Seite her. Okay, gehen wir eine Runde Ratzen, wo erst Mittag ist. Mach mal rund die Mittagsschläfchen. So, nach den Bienen habe ich da schon was gemacht, bis gar nicht. So, Einnahmen Gebäude sind mehr wie die Kreditzinsen, das ist schon mal gut. Wo ist irgendwie noch drin? Wie sieht es aus, eiertechnisch? Das ist noch nicht voll. So, und? K haben wir. I'm walking. Morgen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Habe ich mal gehört. Aber schon viel, wenn der Tag lang ist. So, jetzt die noch füttern. Und dann haben wir ja wieder ein Stückchen was geschafft. Ich hätte eine Stunde länger schlafen sollen, sonst wäre es heller. Aber man kann ja alles haben. Einmal voll. Ups. Jetzt hat er noch gekippt.
Hammer. Wie sieht's aus? Alles gut gefüllt. Nur Salat eingebaut. Ja. Los. Machen wir schon mal rüber den Salat. Ja, ich weiß, dass Salat hier nicht angenommen wird. Und alle ab. Ich habe bis in der Palette geht. Und ich muss gucken, ob ich mal einen um die Ecke habe. Ich habe momentan nur eine Palette. Und der Baum, der steht. Ah. Ja, ich habe die Palette so doof hingestellt oder der Baum steht so blöd. Kann man sich raussuchen. Aber ich tippe eher auf mich selber. Doofheit. Aber die Nase. Ja. Haben wir rechtzeitig geschafft, das Muten. Der Salat wird ja nicht angenommen, das ist mir schon klar. So. So, Dilly. Einen Moment noch. Hat zwar schon geklingt.
Aber machen wir fertig. So, unseren Herbstsalat oder Wintersalat, wie man es auch immer nennen mag, im November. So, ich beende aber die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.